Mit einem spektakulären Sieg bei der Safari Rally in Kenia meldet sich Audi im Jahr 1987 aus dem internationalen Rallye-Zirkus ab. Der Triumph, den Hannu Mikkola mit seinem Audi 200 einfährt, wirkt bis heute nach. Wenn Mark Lichte über die Zukunft von Audi spricht, dann wirft der Designchef den Blick gerne zurück. Denn vor allem die Ära der Quattros und ihre Erfolge im internationalen Rallye-Zirkus haben es ihm angetan. Quattro, das ist eine Eigenschaft, die Audi ausmacht, ist Lichte überzeugt und will das mit neuen, scharfen Linien künftig wieder stärker zum Ausdruck bringen. Bei Showcars tut er das schon lange. Doch dass ausgerechnet der gerade erst vorgestellte A8 das erste Serienmodell ist, bei dem seine neuen Quattro-Hüften mit den scharfen Blistern über der Hinterachse zum ersten Mal voll zum Tragen kommen, ist irgendwie passend. Denn damit schließt sich nach 3 Jahrzehnten ein Kreis. Schließlich war es kein Sportwagen und keiner der Urquattros, sondern ein Audi 200, also im Prinzip der Urahn des A8, mit dem die Bayern ihren letzten und vielleicht spektakulärsten Rallye-Sieg eingefahren und endlich die Safari-Rallye in Kenia gewonnen haben. 30 Jahre, nachdem Hannu Mikkola die Direktionslimousine mit der Startnummer 7 in einem Husarenritt nach 4002,8 Kilometern noch vor Walter Röhrl im zweiten Wagen als erster durch das Ziel in Nairobi geprügelt hat, hat die Traditionsabteilung von Audi noch einmal ein Zusammentreffen der Heroen am Ort des Geschehens arrangiert. Schließlich hatte die Safari Rally in Ingolstadt immer einen besonderen Stellenwert, die sollte man als Werk einmal gewonnen haben, so die Worte von Herbert Kreine, dem damaligen Audi-Sportchef. Und nachdem es mit dem Rallye Quattro partout nicht gelingen wollte, war der Doppelsieg von Mikkola und Röhrl auf dem vermeintlich braven 200er umso bemerkenswerter, erinnert sich Dieter Basche, der für die Entwicklung der Wettbewerbswagen verantwortlich war. Während die alten Herren auf Campinghockern im Schatten eines Affenbrotbaumes noch in der Vergangenheit schwelgen, holen sie die Mechaniker mit ihren geschickten Händen schnell ins Hier und Heute zurück. Denn plötzlich zerreißt das Brüllen des gerade mal 2,2 Liter kleinen Fünfzylinders die Stille und lässt auch die letzten Zweifel verfliegen. Eine Herde Elefanten nimmt Reis aus, die Gnus springen aus den Hecken, erschrocken schießen die Vögel in den Himmel und auf Mikkolas freundlichem Altherrengesicht macht sich ein seliges Grinsen breit. Willkommen auf einer Zeitreise mit 250 PS, 330 Newtonmeter, und 200 Kilometer pro Stunde. Dieses Auto steckt voller Erinnerungen, schwärmt Mikkola, für den die Safari 1987 das Comeback nach bald einem Jahr Pause markiert hat. Und auch jetzt sitzt er nach einer längeren Pause zum ersten Mal wieder am Steuer, noch etwas geschwächt von einem Lungeninfekt läuft ihm der Schweiß aus dem Helm und er wirkt festgezurrt in seinen Schalensitz fast ein bisschen verloren. Doch seine Augen strahlen, während sie wieselflink und hellwach die Strecke scannen, nach Schlaglöchern und Baumstümpfen suchen und die Ideallinie durch die afrikanische Savanne ausmachen. Und wie ein junger Gott lässt er die Limousine über die Piste aus glutroter Erde tanzen, ohne je vom Gas zu gehen, bis eine Schleppe aus Staub die Sonne verdunkelt, seinen Weg in den Himmel schreibt und vom kurzen Comeback des 200ers kündet.